Ja, es gibt ein Thema, was mich interessiert, das jetzt in die Presse geht und würde gerne etwas dazu sagen. Natürlich interaktiv wäre mir lieber. Also jeder kann anrufen oder über Skype. Oder E-Mail die eigene Meinung schreiben. Ich habe gesehen, dass die GTV-Form mit Anrufen und Facebook und so weiter, das hat jetzt diese Anna Will macht das und der Thomas Gottschalk auch, ne? Also alles, was GTV macht, wird einfach auch Mode. So. Nur mein Interesse ist wirklich echtes Interesse zu diesen Themen, ist nicht einfach Unterhaltung. Ich möchte nicht unterhalten, sondern ich möchte in jeder Sendung durch die Aufmerksamkeit der Zuschauer was Neues lernen. Das heißt, dass ich gehe das einfach in das Fühlen des Themas und freue mich auf die Impulse, die kommen. Und während der Sendung, am Ende der Sendung, habe ich einfach auch was Neues gelernt. So, Thema ist Integration. Was bedeutet das? Ist es Assimilation? Ist es möglich, Integration in einem Land mit keiner klaren Seele, kein gebildeter Organismus? Natürlich kenne ich mich mit dem Thema aus. Darüber habe ich auch meine Doktorarbeit geschrieben, das Problem der Identität in der Integrationsprozesse. Was ist Identität? Was geschieht mit der Identität, wenn man in einem anderen Land geht? Was ist möglich? Was geschieht mit dem Körper? Was geschieht mit der Sprache? Was geschieht mit der DNA? So, in erster Linie natürlich möchte ich schon ein bisschen klar sagen, dass das Thema der Integration kommt jetzt wegen Moslem, weil es eine andere Religion einfach auch in Deutschland auftaucht mit 4 Millionen Moslems und Moscheen und so weiter. Und es ist natürlich ein Zeitgeist, dass die Welt sich öffnet und die letzten Widerstände durch die Bundeskanzlerin oder durch den Ministerpräsidenten Bayern, dass die einfach, um Stimmen zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, darauf hinweisen, dass man nicht mit für Multikulti ist, sondern nur für Integration. Aber die meinen natürlich nicht Integration, sondern Assimilation. Denn Integration setzt voraus, dass man eine Identität hat. Und natürlich war mit der ganzen Einwanderung, war Deutschland immer ein bisschen ein Problem, hat immer dagegen gekämpft, weil es einfach keine klare Identität hat und Deutschland ist eine GmbH, ist gesetzlich einfach auch nicht mal ein Staat. So, das heißt, dadurch, dass diese deutsche Identität durch Hitler missbraucht wurde und keine neue Identität sich gebildet hat, keine Vorbilder, die Seelen Deutschland ist nicht geklärt. Den Organismus. Es gibt Staatsorgane, aber es gibt keinen Organismus. Es gibt keine Seele, die die Staatsorgane trägt. Deswegen jeder sagt irgendetwas, jeder verkauft irgendetwas und das Ganze unter dem Deckmantel der Demokratie, wer Geld hat, hat das Sagen. Weil
Manipulation ist mit Geld auf alle Ebenen möglich. So, Identität bildet sich, wenn man eine gute Seele hat, wenn man ein Land zusammenhält, nicht wenn man böse ist, sondern wenn man ein Held ist oder eine Heldin, wenn eine Familie, ein Königshaus, eine Partei, eine Organisation einfach wirklich von ganzem Herzen etwas fürs Volk tut oder für die Stadt, für die Wissenschaft, für die Kultur, für so, da bildet sich einfach auch eine Identität. Eben, und dadurch, dass es einfach auch nicht geschehen ist, durch Hitler auch missbraucht wurde, es ist umso schwieriger jetzt für Deutschland nach Hitler eine Identität zu bilden. Deswegen diese große Problematik mit Ausländern, die es eigentlich eine Problematik ist, die selbst gebaut ist, ne? Die ist selbst erfunden. So, ich habe mich immer gewundert, bei uns, so wie ich das kenne, wenn ein Ausländer zu uns kam, nach Italien oder egal wo, früher, jetzt ist es auch anders. Ja, ich habe mich gefreut, wow, ein Mensch, der anders ist, da kann ich was lernen. Ich schaue mal, wie er ist, ich schaue mal, wie er reagiert. Ich schaue einfach auch, welche positive Eigenschaften hat. Oh, vielleicht lade ich ihn zum Essen ein, vielleicht lade ich ihn mitzuarbeiten. Oder ich lerne eine neue Musik kennenlernen, ich lerne eine neue Mode kennenlernen, ich lerne neue Systeme kennenlernen. Das heißt, ich kann einfach auch zu einem Gast, so wie man das hier nennt, kann ich einfach auch ja, kann ich einfach auch wertschätzen, das heißt den Wert sehen. Ne? Für mich das Gleiche mit Ausländern ist wirklich wie mit einem Mann oder einer Frau. Ne? Ein Ausländer ist, kannst du mal, ein Ausländer ist für den Mann eine Frau. Und für eine Frau den Mann. Ne? Machen wir das weg, sonst sieht man deine Schönheit nicht. Komme ich beim richtigen Stichwort. So, ein Ausländer ist etwas, was man nicht kennt. Und wenn ich anfange zu sagen, die Frauen müssen sich integrieren, ich muss sie assimilieren, ich muss sie besitzen oder was weiß ich was, dann ist es nicht richtig. Dann fehlt Intelligenz. Das heißt, die ganze Problematik mit Ausländern, wenn wir das Anderssein nicht damit umgehen können, weil keine Identität, gefestigte Identität im Land ist, wir nicht Richtlinien geben können, wir nicht einfach wertschätzen können, dann sind wir, ich sage wir jetzt, begrenzt. Das heißt, wenn ich möchte, dass alle Ausländer, wenn ich Mann möchte, dass alle Frauen sich als Mann verhalten, also integrieren, was eigentlich assimilieren bedeutet. Assimilieren bedeutet, ich, wenn ich eine Frau bekomme, dann bin ich nicht mehr mit der Frau zusammen, sondern sind wir zwei Männer. So, stellt euch vor, die Ausländer wurden wie die Deutsche werden. Dann gäbe es zwei Deutsche. Die Deutsche gibt es nicht, noch nicht. Ich wünsche es mir, ich wünsche es einfach auch diesem Volk, in dem ich einfach auch zum Teil gehöre. Ich bin ja seit Jahrzehnten hier.
Ich wünsche einfach, dass eine Reihe von Helden dieses Land wieder Liebe schenken, Aufmerksamkeit schenken, diese Kultur wieder aufleben lassen, wieder wertschätzen, die Gründerenergien wieder aufleben lassen. Und für mich ist die ganze Diskussion über Ausländer oder über jetzt im Moment, es geht um Religionen, um Türken, geht es einfach grundsätzlich darum. Der Weg ist nicht Grenzen zu setzen, sondern zu stärken, ist eine Herausforderung der Stärkung der eigenen Identität. Natürlich sind die Türken, haben eine starke Identität und die Deutschen sind neidisch darauf. Und deswegen, ah, ihr scheiß Türken, weil als Spiegelbild, weil man selber scheiße ist. Aber das kann man nicht zugeben. Sonst könnte man gegenüber anderen Kulturen, wenn man den Wert sieht der Kulturen, dann wird einfach auch den Wert gelebt und sieht man natürlich nur die Türken oder die Italiener oder die Afrikaner, die einen Wert haben. Kann ich was Im, dazu wenn man, sagen? wenn man aber selbst Komplexe hat und Minderwertigkeitsgefühle oder Größenwahn wie Hitler, das ist das Gleiche. Wir haben noch ein versteckter Größenwahn, die Deutschen haben noch ein versteckter Größenwahn, denn Hitler ist noch da. Der ist in alle Hinterzimmer von allen Organisationen, alle Parlamente, alle. Und der lebt einfach auch noch. Ich habe gerade mal reingespürt, so was, also mal ganz frisch und unschuldig, was dann eine Integration bedeutet oder der momentane, was die momentane Bedeutung ist. Jeet integriert in seinen Körper, integriert, das ist ganz wichtig. Das ist das, was du gerade in dem Moment da noch ausgesprochen hast. Momentan, also Integration wird missverstanden. Integration ist das Momentane, was Eingrenzendes. Wenn was Individuelles reinkommt, aber irgendwie eine Grenze hat und da wird es eng, kann man kaum atmen, kaum Luft, weil man sich nicht ausdehnen kann. Ist irgendwas Beengendes. Und die wahrhafte Bedeutung Integration, so wie es eigentlich sein sollte oder wie er den Wert bekommen sollte, ist eher was Ausdehnendes, dass die Grenzen verschwinden. Und das ist aber momentan noch nicht gegeben. Ich denke, darum geht es. Deswegen kommt es jetzt so an die Öffentlichkeit, dass es ja, damit die Leute sich einfach damit beschäftigen oder damit es einfach den richtigen Wert wieder bekommt. Und klar, gibt es einfach Spannungen, gibt es sehr große Spannungen in diesem Feld von Integration. Ich muss mich integrieren in einen Feld und da ist es eh schon eng, kann mich kaum ausdehnen und da gibt es ja, Schubsereien, Drängeleien, das ist ganz klar. Also müssen die, die unbequem sind oder was auch immer, müssen wieder rausgeschubst werden. Statt das Feld zu öffnen, Integration, das ist was Großes, Weites. Also das als Bild habe ich jetzt nur gesehen, fand ich spannend, hatte ich mir vorher noch gar keine Gedanken gemacht. Ja. Nein, meine Integration, da hast du mir schon die Idee gebracht, was möchte man integrieren, ne? Wenn die anderen scheiße sind, ne? Dann kann man nur Scheiße integrieren. Oder man wird wie die Deutschen und das ist Inzest und das ist Assimilation. Ne? Es geht nicht nur um die Sprache, ne? Und das Sprachenlernen, was einem natürlich gut wäre. Ne? Wenn ich aber den Wert des anderen nicht kennenlerne, wenn es nicht überall Besuch in den Moscheen,
die Werte besingen der Türken, erkennen die Wirtschaftskraft, das Heldentat, was die viele Millionen von Menschen geleistet haben, solange es einfach auch nicht eine Wertschätzung von dem Land Türkei und von den Türken in Deutschland nicht gibt, da kann man nichts integrieren. Da kann man, wenn man nur Scheiße sieht, kann man nur Scheiße integrieren. Wenn man den Wert sieht, dann kann man den Wert integrieren. Und Integration bedeutet für mich, ich lerne von dir und du lernst von mir und wir sind beide doppelt reich. Deswegen, es ist sowas von scheinheilig, diese Diskussion. Und es tut richtig weh, das ist einfach, ja, eine Kirche wehrt sich. Ne? Zwar jetzt in den Universitäten wird es einfach auf Deutsch natürlich auch den Koran gelehrt und unterrichtet oder muslimische Theologie, wenn man das so sagen kann. Aber das ist alles, sieht alles ein bisschen nach Manöver. Ne? Und deswegen, die Integration Europa bedeutet für mich nicht Witze über die Tschechien, über die Polen, was auch okay ist, über die Türken, über die Italiener. Für mich bedeutet einfach auch, was ich gerne machen würde, auch in einer Sendung, machen wir eine europäische, eine Wertschätzung der Werte der verschiedenen Länder und Kulturen und Sprachen in Europa. Das habe ich noch nie erlebt. Also, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Es gibt Spiele, man kann dagegen kämpfen, aber also ich habe noch nie gesehen, dass es auch im Europäischen Parlament, dass es ein Buch gibt, was die Franzosen besonders gut können, was die Deutschen besonders gut können, was die Holländer besonders gut können. Entweder so, um zu verarschen oder eigentlich nur Negatives. Ne? Ich habe mich gerade selber ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich auch immer geschimpft habe, weil ich selber in Berlin erlebt habe, dass, ja, dass das System einfach ausgenutzt wird von den ausländischen Bürgern. Ich habe das hautnah mitbekommen. Aber letztendlich, warum? Das hat genau die Gründe. Also uns geschieht es recht. Sind wir selber schuld? Es gibt keine Schuld, ich weiß, aber es ist... wir bieten richtig die Plattform dafür. Und sich jetzt darüber zu beschweren oder das als Anlass zu nehmen, das ist nicht ganz richtig, weil es gibt mindestens genauso viele Deutsche, die auch schauen, dass sie das System irgendwie knacken oder sich ihre Vorteile rausholen. Also man kann es nicht auf die ausländischen Bürger schieben, wirklich nicht. Also da habe ich aus eigener Erfahrung viele, viele Beispiele gehört, gesehen und ja. Okay, das heißt, es muss erst richtig massiver Druck entstehen von außen, es muss uns wirklich richtig sozialen richtig schlecht gehen oder richtig, es muss richtig hochkommen, damit sich in der Integration, damit sich was ändern kann. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass wie im Fernsehen, ich habe nur ganz kurz mitgekriegt, dass darüber das diskutiert und gestritten und wer hat jetzt recht. Und klar, es ist erstmal der Anfang, aber es geht wirklich geht um was anderes. Also nur ein Beispiel, ich war ja im pädagogischen Bereich tätig, auch in Berlin, und war nah der, war im Ostberlin, also eine Straße weiter war Westberlin. Und als dann die Mauer gefallen war,
War ich dann auch in anderen Schulen tätig oder die türkischen sind dann in nach Ost-Berlin gekommen, geströmt auch. Und es war schon, es war einfach eine Grenze da. Es war eine Grenze da, denen wurde teilweise, ja, die konnten einfach teilweise überhaupt kein Deutsch und nicht. Das heißt, es wurde dann geschimpft, okay, die können sich nicht integrieren, dann sollen sie halt zu Hause bleiben, wo sie sind. So wurde dann leicht gesagt. Aber dieses Volk oder was auch immer zu verstehen und zu, das ist das eine, es stimmt irgendwo, aber das Volk zu verstehen, wie du gesagt hast. Und also in DDR ist mir eingefallen, ich verstehe es zwar noch nicht ganz, aber wir waren ja mit der, sozusagen mit der Sowjetunion sehr verbandelt, die DDR. Und es gab diese, es war eher schon dann zwanghaft. Der Gedanke, Grundgedanke war gut, aber es war eher zwanghaft. Das war auch wieder nicht gut. Die deutsch-sowjetische Freundschaft. Das heißt, jeder musste von uns Mitglied sein, automatisch. Es war richtig Zwang. Deutsch-sowjetische Freundschaft. Da wurde halt ein Beitrag bezahlt. Und es gab viele, viele, was ich gut fand, viele Veranstaltungen und Feste, die auch wiederum Pflichtveranstaltungen zwar waren, aber der Grundgedanke war gut. Wo wir die Kultur kennengelernt haben, ein Miteinander, die wurden eingeladen, wo wir die Geschichte, wo wir Lieder, wo wir mit denen gesungen haben, getanzt, denen, also das war irgendwie, also was haben wir so geschimpft haben, haben wir so eine Zwangveranstaltung, aber irgendwie war es auch gut. Und jeder hatte von uns dann einen Brieffreund oder Brieffreundschaft, Sowjetunion, also irgendwie gab es so einen Austausch und man hat wurden irgendwelchen Grenzen auch aufgehoben. Und vielleicht sollte man das jetzt vielleicht nicht aus dem Zwang heraus, aber der Grundgedanke war gut. Genau, das ist mir eingefallen dazu. Ja, für mich, aber ich gebe den Titel hier ein. Was heißt Assimilation eigentlich? Ja, assimilieren bedeutet, Abschieben. nee, du wärst wie ein Deutscher. Ah. Ja? Das heißt, assimilieren bedeutet, das, was du gemacht hast, interessiert mich nicht, sondern du wirst, so wie ich, ne, in Raumschiff Enterprise hat man die andere Kulturen assimiliert. Die durften nicht mehr sich selbst sein. Ne? Okay. Und das geht natürlich nicht. Ne? Oh. So. Und genau weil sie nicht mehr sich selbst sein durften, ist es in die andere Seite, in die andere Richtung gegangen. Wie gesagt, ich habe es in Berlin hautnah miterlebt, Berlin Wedding. Da gab es richtige Regionen, wo dann zum Beispiel nur diese türkischen Menschen gewohnt haben. Die haben sich dann auch, die haben auch uns Deutsche wiederum ausgeschlossen. Die haben Straßen und haben Feste gefeiert und da ging es toll her, also es war richtig, aber da durfte niemand anderes kommen, vielleicht Ausnahmen, aber die haben sich auch eingeschlossen in irgendeiner Form. Und dann, Ja, die haben sich integriert, ne, indem sie gesagt haben, scheiß Deutsche. Ne. Das heißt, sie sind so wie die Deutsche geworden, scheiß Deutsche, wie kann man nur so sein? Ne. Und dann beschweren die sich, weil, aber eben, es gibt einfach auch natürlich die Diskussion, manche haben das gesagt, aber die wissen nicht, was sie sagen, dass man einfach auch so Elite-Ausländer oder Ausgebildete oder Menschen, die hier was bringen, nicht was wollen. Ne? Deswegen sind viele Leute, die meisten Leute, die gekommen sind, sind die, die was wollten. Und weil die anderen gesagt haben, ihr seid scheiße, dann haben sie sich auch scheiße benommen. Ne? Aber natürlich, wenn jemand gebildet ist oder etwas entwickelt hat, die meisten, das wurde einfach vor kurzem gesagt, nach Deutschland gebildete Leute, ich als Ausländer in Deutschland. Das heißt?
Das sind Leute auf der Straße, nur weil sie schwarz waren, zusammengeschlagen worden oder in U-Bahnen und so. Ne? Also mit einem Klima, den es in Deutschland gibt, vielleicht weniger in Universitäten, aber für jemanden, der sich frei bewegt. Nimm mal einen Wissenschaftler. Ne? In den USA kannst du rot, blau, grün und so weiter sein. Jetzt. Ne? Ja, man guckt, was du kannst. Ne? Und man guckt deinen Wert. Ne? Aber eben, die meisten sagen, was in Deutschland? Will ich doch nicht Selbstmord begehen, ein kultureller Selbstmord. Ne? Die können nicht kochen. Kein Zusammenhalt. Na, Liebe entwickelt sich, Humor entwickelt sich, ein paar Fortschritte haben sie auch gemacht. Aber es ist wirklich so, dass die meisten, auch Konsulate, die einfach nach Deutschland beordert werden. Ne? Ja, jetzt wird vielleicht ein bisschen besser sein, aber die Eliten, die würden nie nach Deutschland kommen. Das heißt, das Klima für Multikulti hat mit Intelligenz zu tun und mit Reichtum. So, mehrere Kulturen können entweder Krieg machen oder Reichtum schaffen, dadurch durch die Verschmelzung und durch die Integration. Aber Integration bedeutet, ich lerne von dir und du lernst von mir. So, die Integration, die jetzt, so wie es jetzt verstanden wird, ist eine schwule Sache. Ne? Nichts gegen Schwule. Das heißt, du musst dich integrieren. Das heißt, du musst auch so wie ich werden. Und alle Argumente richten sich nur einfach auch danach. Ne? Und das geht nicht. So, jetzt ich würde gerne morgen vielleicht eine Sendung machen und euch einfach auch einladen, wie einfach auch wir dazu beitragen können, die Bildung einer deutschen Seele, ein deutsches Organismus. Denn wenn es kein Organismus gibt, sind die Organe, macht jeder, was er will oder was sie will. So, die Staatsorgane machen alles, was sie wollen. Es gibt zwar ein Diktat der Politik, der Führung, aber der funktioniert nicht. Im Grunde genommen weiß ich nicht, wie viel Macht wirklich die Politiker haben und wie viel Macht die Organe haben. Und wenn es keinen Organismus gibt, dann braucht man ständig neue Führung, weil die Führung die Seele nicht hat, den Organismus zusammen, die Organe zusammenhalten kann. Deswegen, es gibt in manchen Kulturen, man nennt sie Diktatoren oder wie in Kuwait oder so, aber für mich sind einfach Kulturen, wo eine klare politische Führung gibt. Da haben natürlich die Geier der Demokratie, die einfach versuchen, sich überall einzukaufen, nicht zu suchen. Das heißt, wo die Seele eines Staates klar ist, da gibt es eine Führung, die immer bleibt, weil es einfach eine gute Führung ist. So, Demokratie ist falsch verstanden worden. Stellt ja vor, alle 4 Jahre wechselt man den Vater oder die Mutter. Ne? Und für mich gibt es für jedes Land, für jede Stadt, auch wenn sie nicht mehr leben, Vater und Mutter und dies, auch wenn sie gestorben sind, wird an andere weitergegeben. Aber das heißt, nur wer in diesem Sinne der Seele einfach auch lebt, dann braucht man keine Integration, weil das geschieht von selbst. Braucht man keine
kaum Exekutive, weil die Sachen sind selbstverständlich. Braucht man kein großes Apparat, Kontrollapparat, keine Judikative, also die Urteilende, die Gerichte, die braucht man kaum, kaum Gefängnisse. Das heißt, in einem Staat, wo klar ist, wer Vater und Mutter ist, wer einfach die Gründerenergien sind und da ständig geehrt wird und weiterentwickelt, da entscheidet man, ob man jemanden reinnimmt oder nicht, bevor er drin ist. Aber wenn man die Leute holt und dann die sind scheiße, ne? Irgendetwas ist einfach auch krankhaft. Ne? Weil niemand hat Deutschland gezwungen, Einwanderer zu nehmen. Die haben es entschieden. Ja, vielleicht wäre nicht schlecht, wenn wir einfach auch in diese Themen einfach auch täglich einfach auch reingehen. Ich mache gerne Beispiele. Im Moment sende ich einfach viele andere Sachen. Aber es ist wirklich, ich würde wirklich gerne, dass wir einfach auch, ja, dass wir teilnehmen an dieser Diskussion. Nicht dafür oder dagegen, sondern mit den Bildern eine neue, ja, eine neue Meinung. Ne? Und eben, manchmal denke ich, Hunde sind das Spiegelbild. Wenn wir könnten, würden wir die Kranken und Behinderte einschläfern lassen. Bei Hunden oder bei Tieren ist es selbstverständlich, die einschläfern zu lassen. Es kann wirklich manchmal sein, dass es notwendig ist, aber für uns ist es selbstverständlich. Mhm. Ne? Und das heißt, es gibt eine Art von, ja, von versteckter Haltung. Man will einfach auch modern und zivil aussehen, aber im Grunde genommen ist man nicht. Ne? Und eben, auch, es ist wirklich auch in der Beziehung, stellt dir vor, es ist wirklich so. Du bist ein Mann und du sagst, ich muss meine Frau integrieren. Und das meint natürlich in diesem Sinne assimilieren, weil Integration geschieht ja eigentlich auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und das hat natürlich nur mit der Führung zu tun. Die kommen, die sind nie das Problem. Weil die verhalten sich entsprechend der Vorgaben, die der Einladende einfach auch setzt. Das heißt, es wäre nie ein Problem gewesen, wenn man einfach gesagt hat, ja, so wie viele andere Länder machen, weil Kuwait, okay, die nutzen auch die Inder aus, aber das ist klar, dass die Leute gesetzlich, dass die einfach immer zurück müssen. Ne? Dann kannst du einfach eine Zeit lang helfen, aber dann musst du zurück. Das heißt, man kann alle möglichen Gesetze machen, aber nicht 4-5 Millionen, 3-4 Generationen und plötzlich müssen die sich integrieren. Ohne die Autorität zu haben, weil die Autorität zu sagen, ihr müsst euch integrieren, muss man eine klare, saubere Weste und Seele haben. Und die haben die Deutschen nicht. Die müssen sie noch bilden. Ich würde vielleicht wirklich morgen Abend gerne einladen zu einer Sendung, in der wir fühlen können, wer sind. Guckst du, ob Skype-Nachrichten sind oder E-Mail? Wer sind Papa und Mama von Deutschland? Wer hat Deutschland gegründet? Es gibt ein Anfangsgene. Wer weiß es? Wer weiß, wer Deutschland gegründet hat? Oder Augsburg oder Nürnberg oder
Und es gibt keine Veränderungen ohne Wertschätzung von Mama und Papa. Deswegen, in diesem Sinne, werden wir morgen eine Sendung machen über das Bilden. Wir können das gerne machen, zusammen eine Seele für Deutschland, eine gesunde Seele oder Impulse geben. Und danach, ab übermorgen, werden wir eine Reihe von Sendungen machen über Geistwesen. Das heißt, das Wesen des Geistes. Das heißt, Kontakte mit Seelen, mit Gründerseelen, mit Seelen aus der eigenen Familienbande, mit Seelen von Tieren, werden wir mit den Seelen von Tieren anfangen, Umgang damit. Wo sind sie, was machen sie und so weiter. Ja, da möchte ich vielleicht über die letzte Sendung schon einen schönen Brief vorlesen, oder beziehungsweise Sabine, über unsere Sendung, über... brauchst die Namen nicht zu sagen. Also, hallo Herr Dr. Liuzzi. Für Ihre Ausstrahlung der Tiermeditation möchte ich Ihnen auch im Namen von ganz herzlich danken. Sie haben durch diese Sendung sehr tiefgreifende Eindrücke bei den Menschen hinterlassen. Der Link Ihrer Sendung wird von mir weiterhin in die ganze Welt gestreut. Und ich bekam bereits überzeugende Echos zurück. Vor 2 Tagen bekam ich aus den USA eine Rückmeldung über die Genesung eines Hundes. Eine Yorkshire-Dame, Alter 14 Jahre, hatte das Fressen eingestellt und fühlte sich sehr schlecht. Einige Stunden nach der Meditation hatte sich der Hund wieder gefangen und hat mit einer neuen Lebensfreude das Fressen wieder angefangen und ist rumgetobt. Solche Nachrichten sind doch Balsam für die Menschenseelen. Als kleines Dankeschön schicke ich Ihnen ein Heft. Ich höre nichts mehr. Ja, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Ich höre nichts mehr. Verstehen. Ne? Mhm. Okay. Moment. Steht, ne? Ja.